Hallo und willkommen zu dem geilsten Let's Play, das ihr je sehen werdet. Also, bevor wir mit der Scheiße anfangen, will ich euch erstmal meine geilen Karten zeigen. Oh, guck mal. Ja, jetzt seid ihr neidisch. Ihr seid neidisch. Egal. Also, Yu-Gi-Oh! Power, ich wette, ihr könnt das lesen. Das da, Yu-Gi-Oh! Ja, genau. Jetzt ein Keks. Kannst du Wall Street sagen? Wall Street, scheiß drauf. Duellmodus, nehmen wir erstmal ein 1-2. Wie stark wohl dein Deck ist? Ach, ist dir auch egal, denn ich werde mein ganzes Können einsetzen, um dich zu ficken. Und wenn du noch wieder so... Hat er gesagt. Also, ich nehme Schere. Yeah! Du beginnst. Du, der Gegner. Oh, krass. Wow. Topf der Ekligkeit. Oh Mann. Hey, poppel dich. Also, zwei Karten. Ja, das ist alles. Erstmal aktivieren wir die Scheiße. Ja, mein Gott, du fette Sau. Und ihr meint, ich bin nicht high. Also, wenn man... scheiß drauf. Oh Gott, ja, das siehst du doch. Siehst du eine Zauberkarte? Goblin Secret Ramadan. Also, den, bevor er Fallgrube besitzt, hier verarschen wir ihn. Eigentlich merkt er das eh nicht. Ist ja auch nur eine computergesteuerte Scheiße oder sowas. Okay, wenn der gefickt wird, haben wir auch Kuribo und wir können auch noch Monster Pfand für unsere supergeilen Karten, die ich zufällig so... Raikiki! Oh, das ist genauso schlimm. Arschloch. Dieser Bastard! Nein! Ah, 1700. Egal, Kuribo hat mich gerettet. Fallgrube oder Mythos! Bestimmt kommt Scheiße. Oh nein, es rettet mich. Sehr sogar. Okay, wir müssen die Karte setzen. Danach, wenn er wieder dran ist und danach ich, aktiviere ich Change of Heart. Danach kann ich unsere Dark Magician oder Treehorn Dragon beschwören. Und danach aktiviert der Fallgrube Mythos! Und dann bin ich gefickt. Und danach heule ich wieder. 5 Stunden. Aber du hast mich da ange... Ach, so ein Arsch. Setze. Warten wir lieber noch eine Runde. Rein, Kiki! Ey, das ist genauso schlimm! Sie rasieren mir die Eier! Nein, Scheiße! Herz der Karten, fick mich im Stich! Oh, Scheiße, ich hab das schlimme Wort gesagt. Echt, das ist so nervend. Ich gebe auf. Natürlich nicht. Oh. Wow. Ich glaube, die ägyptischen Götter haben mich gehört. Scheiße. Mein Leben. Scheiße. Ich habe verloren. Dein Wunsch zu gewinnen war aber viel stärker als meiner. Ein schwules Duell. Hat er gesagt. Probier nicht. Ich brauche nicht in der Nase haben. Also, wir wurden verarscht. Und was wird wohl in der nächsten Episode passieren? Im Match-Duell. Also, schaltet wieder nächstes Mal ein, bevor ich euch in die Eier trete. Naja. Tschüss. Abonniert.